jetzt mal mich einwählen, ohne dass immer jeder mich anguckt dabei. Das ist nämlich echt ein komisches Gefühl, wenn ich dann so blöd in die Kamera stiere. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Das werde ich jetzt in Zukunft immer so machen. So, jetzt muss nur noch mein Handy stehen bleiben. Super. Also einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Hallöchen. Ja, heute hi Songül, hallo Roger, hallo Petra. Ich freue mich so, dass ihr alle heute Abend wieder zugeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Und ja, es haben sich so viele Sachen ergeben. Hallo. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank, Katrin. Es haben sich ganz, ganz viele Sachen ergeben. Natürlich seit dem Film, seit der Film draußen ist, ist bei mir wirklich die Hölle los. Ja, hallo Petra. Es ist der Wahnsinn, was los ist. Ich habe, als es bei Brisant gezeigt wurde am Donnerstag, ist bei mir tatsächlich die Homepage zusammengebrochen. Also es ging gar nichts mehr. Und ja, es waren einfach so viele Menschen, die das sich angeschaut haben. Wir hatten, glaube ich, nach 3 Tagen schon 20.000, danke, schon 20.000 Aufrufe. Danke, Felicia. Schön, vielen Dank. Oh Gott, ihr seid so süß. 20.000 Aufrufe in 2 oder 3 Tagen und das haben manche nach 3 bis 4 Wochen nicht, was die HR-Redaktion mir erzählt hat. Also es ist eingeschlagen wie eine Bombe und es war ja jetzt auch am Sonntagabend die Wiederholung nochmal im HR um 18.30 Uhr. Also auch da wieder so viele Nachrichten, so viele Betroffene. Klar ist es ein wunderschönes Gefühl, helfen zu können, aber auf der anderen Seite schockiert es mich jedes Mal wieder, wie viele letzten Endes doch betroffen sind. Und natürlich sind auch immer wieder Geschichten dabei, die einfach unbeschreiblich sind, unbeschreiblich schlimm sind, wo man am liebsten reingehen würde und helfen würde, aber das leider nicht möglich ist. Ich kann ja auch nur euch das anbieten, was mir damals geholfen hat. Mehr kann ich ja auch nicht tun. Ja? Ich kann euch nur Dinge mit an die Hand geben und euch sagen, so, da, mit was ihr euch genau befassen könnt, um einfach so ein bisschen auch diesen Schmerz zu lindern. Für mich ist es immer ganz schwierig, ja, so in die kleinen Details reinzugehen. Das ist einfach im Moment, die Zeit ist ja auch ein Thema, ja. Ich kann einfach nicht mehr komplett 24 Stunden an dem Handy hängen, weil meine Familie natürlich auch schon sagt, boah, Mama, du hast so viel zu tun und teil dir das doch mal ein bisschen ein. Und das habe ich halt ja auch gemacht, das habt ihr auch sicher gemerkt. Also ich schreibe natürlich zurück, aber alles halt, ja, einfach ein bisschen weniger, so dass ich jedem auch gerecht werden kann. Ich hoffe, dass ihr mir das nachseht und da nicht böse auf mich seid. Ich werde definitiv alles weiterhin beantworten, werde mir für jeden Zeit nehmen und ich bitte euch, wenn ich mal was vergesse, dann wirklich immer Fragezeichen zu schicken, weil dann weiß ich, ah, ich muss da noch eine Nachricht beantworten. Das wäre super, super lieb. Ja, ich wollte euch erzählen, ich habe ein Projekt gestartet mit einem ganz, ganz tollen Menschen, der einen Gewalt gegen Frauenkalender rausbringen möchte. Und zwar werden da Bilder zu sehen sein, die man nicht direkt auf Gewalt an Frauen zurückführt, sondern es geht um ganz viele Thematiken der Gewalt. Es geht um, ja, um die Hautfarbe, es geht um psychische Gewalt, es geht um körperliche Gewalt, es geht um sexuelle Gewalt. Also wirklich alles, was Gewalt an Frauen ausmacht, wird dort Thema sein. Ich werde auch auf einem Foto in dem Kalender zu sehen sein und es sind auch noch ganz, ganz viele andere Bereiche, die, ja, wo der Kalender verkauft werden soll, einfach um mal dieses Feingefühl ein bisschen wachsamer zu machen, ja, dass man vielleicht zweimal hinschauen sollte. Das soll das eigentlich so ein bisschen zeigen, dass man zweimal hinschauen sollte, wenn einem was auffällt. Das ist so jetzt das Projekt, was die nächste Woche kommt. Dann habt ihr ja gesehen die Fotos. Das habe ich alles auch gemacht, um mein Selbstwertgefühl ein bisschen noch zu stärken. Das war etwas, was ich schon vor ein paar Jahren auch in Angriff nehmen wollte und gedacht habe, okay, wenn ich dann mal so weit bin, dann mache ich diese Fotos auch. Es war ein Familienshooting. Ihr wisst ja, ich stelle keine Bilder mehr von meinen Kindern ein. Aber ich wollte euch zumindest einen Teil dran teilhaben lassen. Und ich werde noch 2 Tage noch was einstellen. Und letzten Endes werde ich dann noch mal ein kleines Quiz mit euch machen. Und ich hoffe, ihr macht alle mit und ja, es ist auch eine Lernaufgabe für euch dabei. Dann, was mir noch, hallo Marc, Dankeschön, was mir noch ganz, ganz wichtig ist, bitte, bitte, bitte,
schaut euch das Video nochmal mit der Frau Gersberg an. Und alle, die es noch nicht gemacht haben, bitte, bitte, bitte sendet eure Geschichte, euer Verlauf bitte an die zuständigen Politiker. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig, dass sich in Deutschland was ändert. Und es ist auch wichtig, dass das an alle E-Mail-Adressen geht. Nicht nur an eins oder zwei, die bei euch im Umkreis sind, sondern an alle E-Mail-Adressen, dass alle gleich viel auf dem Tisch liegen haben. Ja, da geht es nicht darum, welche Partei man wählt oder ähnliches, sondern, Entschuldigung, es geht letzten Endes darum, dass die Politiker alle zu gleicher Maß informiert sind. Ja, das ist so das, was ich euch heute sagen wollte. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Thema, warum Narzissten wie kleine Kinder sind. Also für mich ist es ja auch immer wieder ein Erlebnis, das aufzuarbeiten und auch immer wieder eine Thematik, wo ich sage, ich lerne ja selber noch ganz, ganz viel dazu. Und es ist auch immer noch so, dass ich mich auch in vielen Dingen dann wieder entdecke und dann aber auch erst durch diesen Input, den ich dadurch bekomme, durch dieses Vorbereiten, auch immer erst wieder so Situationen wie so Flashbacks in den Kopf bekommen, denke, ja, so war das damals, ja. Also ich hoffe, dass das bei euch auch der Fall ist und ich hoffe auch, dass ihr euch Hilfe holt, um das einfach auch alles zu verarbeiten, weil es einfach so ist, dass ich merke, dass ich bei vielen Punkten einfach sagen würde, man schafft es ohne Hilfe nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Die E-Mail-Adressen, Ingrid, vielen Dank, dass du sagst, kriegt ihr natürlich bei mir. Ihr müsst mich allerdings bitte, bitte per Messenger anschreiben, dass ich sie euch gerade weiterleiten kann und nicht einfach unter irgendwas drunter schreiben, weil das kann ich einfach nicht alles filtern und muss dann wieder umspringen. Also bitte gerade direkt per Messenger anschreiben. Die bekommt ihr natürlich von mir. Genau. Es ist so, dass das Denken und das Handeln eines Narzissten sich gar nicht groß von einem Kleinkind unterscheidet. Die Prozesse, die im Gehirn ablaufen, sind meistens 1:1 identisch zu dem, was ein kleines Kind, ich sage jetzt mal bis 6 Jahren betrifft. Ja? Denn der Narzisst ist emotional ja genau auf der gleichen Stufe wie das Kind stehen geblieben. Der hat sich ab einem gewissen Punkt durch den Missbrauch, durch die ganze Situation, die er auch im Elternhaus hatte, nicht weiterentwickelt. Und dieser Reifungsprozess, den man, so benennt man das, den jedes Kind mitmacht, wo dann in die Pubertät kommt, wo sich weiterentwickelt, der hat zwar stattgefunden im Körperlichen, aber einfach nicht im Seelischen. Also durch diese Traumatisierung, die der Narzisst oder die Narzisstin mitgemacht hat, kam ein gewisser Punkt, wo es praktisch gestoppt ist. Und dies ist einfach so, dass in der Kindheit der Narzisst so darauf eingestellt war, sich um sich und um sein Leiden, was er hatte, zu kümmern, dass er gar nicht die Chance hatte, sich großartig weiterzuentwickeln. Das war ihm überhaupt nicht möglich. Er hat immer gucken müssen, dass er nicht zu viel an sich ranlässt, dass er sich nicht zu tief verletzen lässt und irgendwann dann auch angefangen abzuspalten. Ja? Er hat dann wirklich angefangen, das auch von sich abhalten zu müssen, um es emotional einfach zu überleben zu können. Ja? Weil das ja auch emotional ein Kind oder jemanden zum Zusammenbruch führen lässt. Ihr kennt es selber, ja? Wenn das so einem kleinen Kind passiert, ist es so, dass die Seele sich einfach versucht zu schützen und damit war der Narzisst oder die Narzisstin einfach beschäftigt. Und das ist der Grund, warum er einfach auf dem, ich sage jetzt immer er, weil es ja bei mir ein er war, warum er immer auf dieser Stufe stehen geblieben ist. Und durch dieses Trauma war es dem Narzissten nicht möglich, sich zu einem normalen, auch vom Kopf her zu einem normalen Erwachsenen zu entwickeln. Ja? Er ist immer auf dieser kindlichen Ebene stehen geblieben, wo er auch ja, genauso fühlt und auch so genauso reagiert wie ein Kind. Ja? Also er kann sich nur immer wieder mit der Seele auch versuchen zu schützen, indem er immer wieder auf Abwehr geht. Ja? Und durch diese Abwehrfunktion, durch dieses ständige Konzentrieren darauf, wie wenn der Vater nach Hause gekommen ist und war wieder vollgetrunken oder ähnliches, ja, dass er gedacht hat, er hat schon Tage vorher darüber einfach nachgedacht. Und ihr wisst es selber, das kennen wir von uns selber. Wir sind auch auf Eierschalen gelaufen und haben immer gedacht, was kommt jetzt oder
was steht morgen wieder an? Und da müsst ihr euch einfach mal in die Situation des Kindes versetzen. Also er hatte gar keine Zeit, sich emotional weiterzuentwickeln, weil er immer mit dem Hier und Jetzt konfrontiert war. Und da möchte ich euch einfach was ganz, ganz Wichtiges mitgeben. Ich weiß, es ist ein heikles Thema und ich weiß auch, dass es bestimmt, ja, wehtut, aber da möchte ich wirklich euch bitten, denkt an eure Kinder. Eure Kinder sind in der gleichen Situation, wie der Narzisst damals war. Auch meine Kinder waren das 5 Jahre lang. 5 Jahre lang konnten meine Kinder sich nicht adäquat weiterentwickeln, weil sie ständig damit beschäftigt waren, Angst um mich zu haben, sich selber schützen zu wollen, Sachen angenommen haben, die für ihr Alter überhaupt nicht altersgemäß gewesen sind. Ja? Ich bitte euch, jeder Tag, wo ihr früher geht, ist für eure Kinder einfach ja, eine normale Entwicklung wiederzufinden. Das möchte ich euch nur nahelegen und das ist vielleicht auch so ein Entscheidungsgrund, der für mich ganz tragend war. Also für mich war immer, wenn ich es nicht mehr ausgehalten habe und immer, wenn ich nicht mehr weiter wusste, habe ich gedacht, komm, wenn du es schon nicht aushältst, dann mach es wenigstens für deine Kinder. Ja? Und das ist wirklich etwas, wir haben die Verantwortung für die Entwicklung unserer Kinder und wir müssen sie schützen. Und ich weiß, dass jetzt viele kommen und sagen werden, ja, aber das Jugendamt wird ja dann, genau da sind wir ja dran und da müssen wir zusammen kämpfen, dass eben das Jugendamt auch einsieht, dass die Kinder durch diese Menschen emotional gefährdet sind. Ja? Und das ist einfach wichtig, dass wir da gemeinsam dran arbeiten und alles versuchen, was in unserer Macht steht, da etwas dran zu ändern. Und dieses Abwehrmuster, was ich euch da erklärt habe, oh Ingrid, es tut mir sehr leid, dass du deinen Sohn dadurch verloren hast, aber ich glaube ganz, ganz fest, dass die Kinder auch irgendwann checken, dass da ein Verhaltensmuster dahinter steht und dass da irgendwas nicht normal läuft. Also auch ich kann dich beruhigen, ich habe 28, 29 Jahre gebraucht, um zu merken, dass auch in meiner Familie etwas nicht stimmt. Ja, es hat gedauert, aber es ist dazu gekommen. Also ich möchte dir das nur nahelegen. Ich glaube, man muss Vertrauen in die Kinder haben, dass sie das irgendwann auch wahrnehmen können. Und dieses Abwehrmuster, was ich euch gerade erklärt habe, dieses sich abwehren von allem, das ist eigentlich dieser bösartige Narzissmus. Ja, das ist im Alter gesehen dann dieser bösartige Narzissmus. In dem Kindsverlauf ist das ganz normal, dass es gewisse Situationen gibt, die er einfach tun muss, um sich zu schützen. Aber wenn das hinaus ins Erwachsenenalter geht, ist das einfach nicht mehr normal. Aber da komme ich auch gleich nochmal drauf. Ja? Hallo Angela. Es ist einfach so, wenn ihr diese Entwicklungsverläufe im weiteren Leben seht, dann seht ihr, dass da eine Störung vorliegt. Hallo Anne, grüß dich, ich bin so stolz auf dich, du hast es so toll gemacht. Ganz, ganz liebe Grüße. Dass ihr da eine Störung vorliegen seht, ja, das nennt man eben die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Denn wenn jemand sich verhält wie ein kleines Kind, was sich auf den Boden schmeißt und mit den Händen zappelt, nur dass er das bekommt, was er will, das ist einfach nicht normal und das hat nichts mit erwachsener Reife zu tun, sondern das ist etwas, was wirklich auf eine Persönlichkeitsstörung hindeutet. Ja, ihr wisst, ich kann keine Prognosen stellen, darf das auch nicht, werde das auch nicht, aber ihr müsst auf euer Bauchgefühl hören. Wenn das euch signalisiert, mein Gott, der Herr verhält sich gerade wie ein kleines Kind, klar kann man das mal in einem Streit, aber wenn das kontinuierlich ist, dann ist das wirklich bedenklich. Dazu möchte ich euch sagen, dass wir uns jetzt mal in dieses Kleinkind versetzen. Ja? Ein Kleinkind kann die Emotionen anderer Menschen nicht deuten. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ihr seid krank, ihr habt ein Baby oder auch ein 2- oder 3-Jähriger. Also wir gehen mal vom Baby aus an, ja? So bis zu 2 Jahre. Dieses Baby weiß nicht, ob ihr krank seid oder nicht. Dieses Baby kann sich nicht in euch reinfühlen. Es wird immer schreien und immer, wenn er Bedürfnisse hat oder das Baby Bedürfnisse hat, wird es sich immer aufmerksam machen. Ja? Immer größer werdende Kinder nehmen da schon mehr Rücksicht drauf. Und ein Erwachsener sollte auch Rücksicht drauf nehmen, wenn jemand krank ist oder wenn es einem nicht gut geht.
Das geht aber bei denen nicht, ja? Sie sind so mit diesem Ich will, ich möchte haben, ich brauche das beschäftigt wie ein Kleinkind, dass sie sich überhaupt nicht rational in den anderen Menschen hineindenken können. Das ist denen überhaupt nicht möglich und auch durch die Entwicklung einfach nicht möglich, ja? Und das ist auch wieder zu einem Kleinkind der Vergleich, dass er einfach sich nicht weiter in einen anderen Menschen hineinfühlen kann. Der Matthias schreibt gerade, ich hatte das Glück, dass meine Söhne vollwertig waren, als ich mit der Narzisstin zusammenkam. Die beiden haben mir damals Druck gemacht, mich zu trennen. Sie sahen, dass es mir schlecht ging, haben mich aber nicht betüdelt, sondern mir klargemacht, dass ich mich im Interesse meiner eigenen Gesundheit drängen musste. Matthias, da hast du ganz tolle Kinder und das finde ich ganz klasse. Ihr kennt ja meine Meinung auch dazu, wenn man anfängt, jemand in die Ecke zu drängen oder ihn zwingt, sich zu trennen, ist das total kontraproduktiv. Es bringt nichts. Es hätte in meiner Situation auch niemals was gebracht. Genau. Die Babys können ja nur schreien, die können sich noch nicht artikulieren. Und der Narzisst ist ähnlich gestrickt, nur in seiner Weise. Ja? Er geht in diese Verletzungen rein, um dich praktisch zu manipulieren und so in die Richtung zu drücken, wie er dich braucht. Ja? Ein Baby schreit und wir kennen das alle als Mamas. Wir sind dann hippelig und oh, was hat der, was will der, was braucht mein Kind? Und so versucht es der Narzisst auch. Aber eben mit dieser manipulativen Taktik, die er da hinten dran hat. Das ist das Gleiche praktisch, was du mit dem Narzissten erlebst, kennen wir von unseren Kindern, als sie damals klein gewesen sind. Ja, und die berücksichtigen einfach keine Gefühle der anderen. Nur mit dem Unterschied, dass unsere Kinder irgendwann es lernen, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen oder auch die Bedürfnisse anderer Menschen zu berücksichtigen. Der Narzisst wird es aber niemals mehr erlernen, weil dieser Zug abgefahren ist. Dem kannst du das nicht mehr beibringen. Vielleicht kann er in einer Therapie es sehen lernen, aber fühlen. Tief fühlen, was ein anderer Mensch braucht, was ein anderer Mensch genau in diesem jetzigen Zeitpunkt braucht, das wird er nie können. Und das ist einfach wichtig, auch wahrzunehmen und sich auch bewusst zu machen, nämlich, dass die Zeit, die du in ihn reinsteckst, nichts damit zu tun hat, dass dieser Mensch sich in irgendeiner Art und Weise weiterentwickelt. Das wird niemals passieren. Er wird immer stehen bleiben an dem Stand, wo er jetzt ist. Und von daher ist es einfach für euch vergeudete Zeit. Ja? Ihr tut eure ganze Lebensenergie in einen Menschen stecken, der euch letzten Endes noch schlecht behandelt, aber auch sich nicht weiterentwickelt. Also er lernt nicht mehr von dem, was ihr ihm da versucht beizubringen. Mein Ex hat geweint, als wir uns das erste Mal getrennt haben. Ja, die weinen auch, aber um was weinen sie? Sie weinen nicht um dich als Person, sondern sie beweinen sich selber, weil sie den Menschen verlieren, den sie instrumentalisiert haben. Den Menschen, den sie einfach benutzen. Sie haben in dem Moment vielleicht keinen mehr, den sie benutzen können. Aber die weinen nicht um deine Person, weil deine Person nehmen sie gar nicht als deine Person wahr. Genau, das habe ich auch immer gehört, mit deiner verpinsten Art, hör auf zu heulen. Du bist ständig nur am Heulen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe wirklich 5 Jahre fast kontinuierlich geheult. Also das kenne ich absolut und da ist auch überhaupt kein Gefühl gewesen, dass er irgendwie Mitleid oder was gehabt hätte. Im Gegenteil, wie ich es ja schon so oft gesagt habe, er hat immer noch schön mit den Füßen draufgetreten, wenn es mir so richtig dreckig gegangen ist. Und ich denke, ganz viele von euch erleben das ganz genauso oder haben das ganz genauso erlebt. Sie werden sich immer nur, die Felicia schreibt gerade, um das Umfeld gegen dich manipulieren. Ja, natürlich, die haben überall ihre Flying Monkeys sitzen. Die werden immer wissen, wem sie was sagen, um es weiterzutragen. Meine hat es heute noch. Also ich habe wieder, das Vögelchen hat wieder gezwitschert. Ich habe wieder einiges erfahren. Ich bin gespannt, was in nächster Zeit kommt. Ich halte euch auf den Laufenden. Und das Wichtige ist einfach zu sehen, dass sie immer nur sich selber sehen. Ja? Also ihr habt bestimmt auch diese Wahrnehmung, dass sie immer nur nicht sich selber sehen. Ich hatte dann immer das Gefühl, mein Gott, der guckt ja immer nur auf sich, als ich noch nicht gewusst habe, um was das alles, um was für ein Thema es sich dreht. Aber diese Wahrnehmung ist nicht falsch. Die gucken immer nur auf sich und umso mehr Schaden er anrichtet, ist bewiesen, dass der Narzissmus schlimmer wird.
Also umso mehr er euch verletzen kann, umso schlimmer wird er. Und so ist es, denke ich, auch mit diesem körperlichen Aspekt. Umso schlimmer er zuschlägt, umso niedriger wird die Hemmschwelle, wo er praktisch drüber gehen muss. Das ist wahr. Ich wurde auch immer unterdrückt. Ich würde nie ohne ihn klarkommen und ich brauche ihn. Ja, ich habe auch immer gesagt bekommen, ich werde nie wieder einen anderen Mann finden, der mich so lieben wird wie er. Und dadurch, dass ich so ein Häufchen Elend bin und so fertig bin, wird mich keiner mehr nehmen. So ein psychisches Wrack wird keiner mehr nehmen. So hat er sich immer ausgedrückt. Manipulieren haben sie drauf. Das stimmt. Das ist absolut richtig. Ja, die können alle öffentlichen Stellen gut manipulieren. Deswegen ist es wichtig, dass ihr immer, immer, immer den Narzissten oder die Narzisstin vor Gericht, ich sage das mal für alle, ich habe es vielen schon in privaten Nachrichten geschrieben, immer, 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 immer zuerst sprechen lasst. Lasst ihn ausreden, egal was er sagt, lasst ihn ausreden. Ihr könnt euch hinterher rechtfertigen. Dann müsst ihr ruhig bleiben, ihr müsst es trainieren. Ich habe es wirklich am Spiegel trainiert. Ich habe es tagtäglich vor den Gerichtsverhandlungen trainiert. Ich habe ihn aussprechen lassen, er hat so viel gelogen. Und hinterher habe ich gesprochen und habe versucht, es rüberzubringen, den Richter, so wie ich das empfunden habe. Und dann habe ich einmal zu ihm gesagt, und jetzt lässt du mich aussprechen. Ich habe dich auch aussprechen gelassen. Und niemand, niemand wird sagen, nein, der darf dir ins Wort fallen. Dann dürft ihr reden. Und dann würde ich alles so erzählen, wie du es wahrgenommen hast, so wie du es empfunden hast. Und ich kann euch versprechen, wenn das ein einfühlsamer Richter oder Richterin ist, die wird dir das glauben. So war es bei mir damals auch. Ja, und die machen sich ihr eigenes Bild und es ist wichtig, dass die Aufklärung voranschreitet. Das ist so unsagbar wichtig, dass die Menschen das auch einordnen können. Ja, im Alter absolut, Petra, wird es immer schlimmer. Das hat mir meine Therapeutin mal erklärt, denn auch Narzissten oder Narzisstinnen altern. Ja, und das ist etwas, womit sie gar nicht klarkommen. Also klar, der kann sich jetzt noch Jüngere anlachen und der wird sich auch noch längere Zeit jemand anlachen können. Aber irgendwann wird er einfach alleine dastehen, weil er niemanden mehr hat, den er manipulieren kann und dann halt auch nicht mehr so attraktiv ist, dass er jetzt überall in jede Diskothek gehen kann und sich da die Frauen aufreißen kann. Deswegen wird es mit den Jahren schlimmer. Genau, also ihr müsst einfach mal schauen, dass ihr das vor Gericht einfach, ja, dass ihr einfach ruhig bleibt. Und ich weiß, wie schwer das ist. Das ist etwas, ich habe gedacht, ich schaffe das niemals. Aber ihr müsst in euch selber ruhen. Und das fällt alles dem Richter auch auf. Und glaubt mir, ich weiß, wie viel Angst man davor hat. Die Gerichtsverhandlung war für mich eines der schlimmsten Tage in meinem Leben, weil das mich so viel Kraft gekostet hat. Ja? Man muss sich immer vor Augen halten, dass der Narzisst nicht zu lieben fähig ist, sehr wohl aber in der Lage ist, bedingungslose Liebe vorzutäuschen, solange es ihren Zweck dient oder erfüllt. Absolut richtig, Matthias, da gebe ich dir recht. Man ist halt abhängig von den Gerichten, aber die können so gut lügen. Ja, da hast du vollkommen recht, Ingrid. Aber dennoch, wisst ihr, was ich immer gesagt habe? Selbst wenn die lügen und kommen damit durch, ich weiß, was die Wahrheit ist für mich. Und ich glaube daran, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Er kann lügen, aber ich weiß trotzdem, was die Wahrheit für mich ist. Und wenn mir keiner glaubt, ist es am allerwichtigsten, dass ich mir glaube. Versteht ihr, wie ich meine? Weil niemand hat das mit euch zusammen erlebt, sondern ihr habt das alleine erlebt. Und ich sage immer, egal wer was zu mir sagt, der gesagt hat, warum hast du das mitgemacht, oder auch was Positives zu ihm sagt, sage ich immer, ja, ihr kennt ihn nur so, aber ich hinter der Tür habe ihn anders erlebt. Und ich weiß, dass ihn andere Frauen auch so erlebt haben. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist aber ein Ding der Zeit. Das kommt erst mit der Zeit. Bei mir sind das jetzt 4 Jahre her. Ich habe so viele Informationen nachträglich bekommen, wo ich mich gewundert habe, ob ich mich da vielleicht getäuscht habe, ob ich das falsch eingeordnet habe. Und ich habe nichts davon falsch eingeordnet. Da müsst ihr auch die Zeit ein bisschen für euch spielen lassen. Aber immer wieder in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ich habe die Wahrheit gesagt, ich habe zu mir gestanden, ich habe dazu gestanden, was er mir angetan hat und ich habe die Wahrheit gesagt. Das ist etwas, das kann euch hinterher mal keiner nehmen. Versteht ihr? Das ist euer Selbstgefühl, das ist das Gefühl, ihr habt für euch eingestanden. Und das ist auch etwas, was eure Person
letzten Endes auch wieder mehr Selbstvertrauen gibt, mehr Selbstwertgefühl gibt, weil ihr einfach wisst, ich konnte für mich einstehen, auch wenn mir vielleicht am Endeffekt keiner geglaubt hat. Aber ich habe für mich eingestanden, ich habe die Wahrheit gesagt. Ja, das ist richtig, aber auch da muss man weiter drum kämpfen. Du hast vollkommen recht, Felicia, wenn die Kinder weg sind und ich habe einige, bei denen das so ist, dann reicht das nicht. Aber was bringt es mir, etwas unter den Tisch zu kehren, zu lügen, anzufangen, mit diesem Partner weiterhin in Stress zu agieren, das bringt mir genauso wenig. Aber ich muss doch mit mir im Reinen bleiben. Ja? Und darum geht es ja auch. Denn auch diese Richter wollen eine stabile Mutter in dem Punkt, dass sie, wie soll ich das erklären, ja, dass sie hinterher nicht sagen können, ah, sie haben ja gelogen und versteht ihr, wie ich meine? Also bei der Wahrheit zu bleiben, also meine Oma hat mir immer erklärt, ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Und so gehe ich auch durchs Leben. Natürlich ist es oftmals vielleicht nicht hilfreich. Das geht mir ganz genauso. Aber wenigstens kann ich morgens in den Spiegel gucken und kann sagen, ja, ich habe für mich eingestanden. Das ist auch eine Auffassungssache. Das dürft ihr auch für euch so interpretieren, wie ihr wollt. Es ist nur meine Meinung, ja. So, jetzt gehen wir aber weiter, warum der wie ein Kind ist oder die. Die Wutanfälle, die er bekommt, die sind ja auch zu Beginn immer relativ harmlos und werden immer stärker. Ja? Also die Wutanfälle könnt ihr wieder in Kombination sehen mit dem schreienden Kind an der Kasse, was keine Schokolade bekommt, an der Eisdiele, was zwei Bällchen will und aber nur ein Bällchen bekommt. Ja? Und so ist es ja beim Narzissten auch. Also es steigert sich immer. Also länger, umso länger ihr mit ihm zusammenbleibt, umso länger, ja, umso mehr steigert sich diese ganze Aggression. Und da sehen wir wieder einmal, das ist wieder der Punkt, den ich schon in den anderen Videos angesprochen habe. Der Narzisst sieht seine Gefühle, seine Interpretation immer als die Wahrheit und lässt sich niemals vom Gegenteil überzeugen. Das Gleiche wie Kinder. Ja, wenn du einem Kind sagst, du kriegst jetzt nur ein Bällchen Eis, weil wir in zwei Stunden zu Abend essen, wird es nicht weniger schreien. Ja, außer wenn du vielleicht ein relativ älteres Kind hast. Aber es wird immer versuchen, seinen Kopf durchzusetzen. Und so sind die Narzissten eben auch. Die anschreibt, mein Ex war immer so wütend, er hat sogar seine Wohnung demoliert. Ihm fliegt eine Tasse runter, ich bin schuld, weil ich die Tasse in den Schrank gestellt habe. Ja, das war bei mir auch so. Also bei uns ist auch alles Mögliche geflogen. Die Auflaufform war schepp drin, da habe ich den Schrank falsch eingeräumt. Ja, und auch immer das, was er von mir erwartet hat, niemals selber gemacht. Also der hat den Rührbesen, den Rührbesen benutzt und hat ihn nicht sauber gemacht. Aber wenn ich bei ihm etwas in der Wohnung benutzt hatte und irgendwas nicht richtig geglänzt hat, da ist er fast auf 180 gekommen, ja. Was die Narzissten auch glauben, ist, dass die Welt immer nur sich um sie dreht. Also es hat überhaupt gar kein anderer Platz. Es dreht sich alles nur um sie. Und dementsprechend muss aber auch die ganze Welt, die ganzen Marionetten für die Narzissten, muss sich hier auch um sie drehen. Ja? Also die Welt muss sich ihnen anpassen. Nicht sie müssen sich der Welt anpassen. Dankeschön, vielen Dank. Sondern sie... Die anderen Menschen müssen sich anpassen, ja, und das ist auch etwas, das wirst du nie aus ihnen rausbekommen. Es gibt so viele Situationen, wo ich dann immer gespürt habe und gedacht habe, das kann doch nicht sein, warum verhält der sich so? Es kann doch nicht das ganze Leben nur um ihn gehen und auch von anderen Menschen, ja, wenn ich überlege, was er mir von der Arbeit erzählt hat, die ganzen Arbeitskollegen, alles Deppen und wo ich dann gedacht habe, mein Gott, der denkt echt, die ganze Welt dreht sich um ihn. Und auch so ist es, ja. Und da können wir wieder den Vergleich zu den Kindern ziehen. Wir gehen jetzt wieder von einem kleineren Kind aus. Sehen ja Mama und Papa auch nur für sich. Also die kleinen Kinder oder auch Kleinkinder sehen ja in Mama und Papa keine eigenen Personen, die eigene Bedürfnisse haben, die eigene Interessen haben. Nein, die Kinder sehen dich immer nur als Mama und Papa, dass du auf ihre Bedürfnisse eingehst. Ja? Und ganz genauso
also empfindet auch der Narzisst oder sieht euch auch der Narzisst, ja? Nämlich, dass du nur auf seine Bedürfnisse eingehst. Und genau das, das finde ich verwunderlich, weil das ist mir nämlich gekommen, als ich den Text jetzt vorbereitet habe. Meiner hat es wirklich auch immer so kommuniziert. Ja? Er hat immer zu mir gesagt, ich wünsche mir eine Frau, die immer nur für mich da ist, die keine Kinder hat. Also ihm wäre am allerliebsten gewesen, ich hätte meine Kinder abgegeben und er hätte seine Kinder behalten, seine Tochter behalten. Also er war immer darauf fokussiert, mich für sich alleine zu haben. Ja? Und wie es ja meinem Kleinkind auch ist, das hängt an Mama oder Papa und will die dann für sich haben. Und so hat er das auch immer gesagt. Und die Art und Weise, wie er das gesagt hat, habe ich immer so empfunden wie ein kleines Kind. Ja, ich habe immer gedacht, da redet ein kleiner Junge mit mir, der wirklich, der einfach mich für sich alleine haben wollte. Am Anfang fand ich das natürlich schön, ja. Das war auch diese Verliebtheitsphase. Aber irgendwann wurde das dann schon suspekt. Ja, das stimmt. Das sind immer die gleichen Geschichten, Sabine, gell? Da hast du recht. So sieht der Narzisst aber alle Menschen. Das sieht er nicht nur bei euch als Partner so, sondern all das, dass alles auf ihn abgestimmt sein muss, das sieht er in der ganzen Umwelt so. Ja, also das ist nicht nur bei euch als Partner, sondern das ist wirklich so, dass der das, also sein ganzes Umfeld muss eigentlich auf ihm aufgebaut sein. Anders geht's überhaupt nicht. Und diese Menschen existieren von seinem Denken her auch nur dazu, um seine Bedürfnisse zu stillen. Also es geht hier nicht um eine Claudia, die Bedürfnisse hat und man sich darauf einstellt und sagt, okay, ich nehme mich mal ein bisschen zurück, sie hat ihr Ding und ich mache meins. Nein, da geht es nur darum, um seine Bedürfnisse zu stillen, komme was wolle, wie du sagst, Sabine, über das Kind leider auch, die nehmen sich nicht vor den Kindern zurück, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, die Kinder werden schwerst instrumentalisiert und müssen noch mehr herhalten, müssen noch mehr auf die Bedürfnisse eingehen und von denen wird noch viel mehr gerade von dem Goldkind erwartet, dass sie oder er sieht, wie er sich fühlt, um drauf einzugehen. Also da muss man unwahrscheinlich vorsichtig sein, denn das ist etwas, was die Seelen der Kinder natürlich total kaputt macht und was sie total kontinuierlich überfordert. Ja? Kinder lernen aber mit der Zeit, da sind wir auch wieder bei dem Thema, dass die Elternteile eben eigene Persönlichkeiten sind, dass die Elternteile auch ein eigenes Leben haben, dass sie auch Bedürfnisse haben, wo auch die Elternteile sich abgrenzen können. Auch das ist wieder ein Punkt, was der Narzisst niemals erkennen wird. Also er wird niemals eine Abgrenzung zulassen. Ja? Er wird es nicht zulassen, dass du dich abgrenzt. Das ist nicht möglich, also das gibt es nicht. In dem Moment, wo er merkt, dass du dich zurückfährst und dich abgrenzt, also erstens wirst du bombardiert mit Aggressionen zum Teil und auf der anderen Seite schaltet er schon den Schalter um und guckt nach anderen, weil er spürt, dass du auf dem, dass du auf so einem Weg bist, wo du dich vielleicht von ihm distanzieren könntest. Und diesen Weg kann er ja nicht aushalten und deswegen ist er schon wieder auf der Suche nach einem neuen Opfer. Ich muss mal gucken, was ihr schreibt. Ja, das war nicht möglich, da ist er durchgedreht, als ich Freiheiten wollte. Ja, das war bei mir genauso. Und ich habe mir einmal rausgenommen, das erzähle ich euch kurz, ins Fußballstadion zu gehen mit meinem Sohn. Und er wollte das nicht. Und ich habe mir dann ein Trikot gekauft. Und er hat damals zu mir gesagt, er ist völlig durchgedreht und hat gesagt, du glaubst doch nicht, dass dich fette Sau jemand anguckt in dem Trikot. Wer denkst du, dass du bist? Guck dich mal an mit deinem Hängebauch und mit deinem hässlichen Gesicht. Also es waren, ich war nur mit meinem Sohn in einem Fußballstadion und habe Fußball geguckt. Und er ist völlig ausgerastet, weil ich in diesem Moment nicht das gemacht habe, was er gerne gehabt hätte. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich gewesen bin. Es muss ja einmal immer im Live sein, dass ich den Faden verliere. Narzissten handeln auch nicht. Also die handeln nicht auf das, was du tust, sondern die reagieren nur. Ja? Die reagieren auf ihre Gefühle, auf ihre Art von Wahrnehmung. Darauf reagieren sie. Nicht auf das, was du tust, sondern auf das, was ihr Hirn ihnen in diesem Moment signalisiert.
Und sie machen immer andere Menschen für ihr Leben, für ihr Leid, für ihr Unglück verantwortlich. Sie werden niemals es bei sich selber suchen. Also es sind immer die anderen schuld. Immer. Es ist egal, wer es ist. Es sind immer die anderen schuld. Ob das der Chef ist, ob das die Familie ist, ob das der Lebenspartner ist, ob das die Kinder letzten Endes sind, da macht er keinen Halt davor. Und so ist es ja bei einem Kind auch, ja. Die sagen ja auch, ja, die Mama müsste das anders machen, um was zu ändern. Das sagen ja alle Kinder. Ja, die Mama hat aber gesagt, ja. Also wieder ein Punkt, wo sich mit dem Kind praktisch, ja, wo sich mit dem Kind auf die gleiche Stufe stellt. Dazu wird aber, muss gesagt werden, dass Narzissten natürlich, und das haben die Kinder nicht, impulsiv können Kinder auch sein, aber dass sie auch völlig irrational denken. Ja? Also die sind verantwortungslos teilweise, die denken irrational, die sehen Dinge, also meine Therapeutin hat damals immer zu mir gesagt, sie denkt, dass da auch eine Art Schizophrenie dahinter ist. Der sieht Dinge, die überhaupt nicht mit einem klaren Menschenverstand zu greifen sind. Ja? Also es sind einfach unlogische Dinge. Und das können die auch nicht filtern. Also die können nicht mit dem klaren Menschenverstand dran arbeiten und sagen, hier, das sind Hirngespinste, das kann eigentlich gar nicht möglich sein, weil die Fakten einfach eine ganz andere Sprache sprechen. Und sie denken nicht nach vor ihrem Handeln, da musste ich ein bisschen lachen. Manchmal denke ich nämlich auch nicht nach, bevor ich irgendwas sage oder irgendwie handle. Da habe ich gleich so, oh Gott. Und da habe ich dann, naja, das darf man ja auch sein, ja. Also die denken nicht nach vor ihrem Handeln. Das ist ja bei Kindern das Gleiche. Also man kann ja auch nicht von Kindern erwarten, dass sie groß über ihr Handeln nachdenken. Das wäre einfach zu viel erwartet, auch gerade vor Kleinkindern. Das ist auch im heranwachsenden Stadium anders. Aber bei einem Narzissten ist es auch so, dass der einfach, ja, dass er sich da auch wiederum nicht ändert. Was mir auch aufgefallen ist, als ich das bearbeitet habe, ist, dass Narzissten auch oftmals, das habt ihr bestimmt auch schon festgestellt, manchmal überhaupt, also oftmals nicht wissen, warum sie Dinge überhaupt tun. Also es gab auch viele Situationen, wo ich gesagt habe, warum hast du das jetzt überhaupt gemacht? Wie kommst du eigentlich dazu, sowas zu sagen, mir sowas zu unterstellen oder auch sowas zu tun aus dem Frust heraus, obwohl ich gar nichts getan habe? Ja, und sie wissen es nicht. Sie sagen dir ins Gesicht, sie wissen es nicht. Sie zucken mit den Schultern. Ja, das ist dann, wenn der Narzisst sich hilflos fühlt, wenn er in diesem Moment keine passende Antwort auch parat hat. Und da merken sie zum Beispiel, dass sie jemanden vor sich haben, der ihnen überlegen ist, ja, der ganz klar auf das, was sie tun, reagiert, auf die Handlungsweise und sie selber nicht mehr wissen, warum sie das eigentlich getan haben. Und in diesem Moment fühlen die sich hilflos, weil sie wirklich merken, oder ist jemand, der weiter denkt wie ich, der auch eine weitere Sichtweise auf Dinge hat. Und das macht denen Angst und macht die hilflos, ja. Und dazu kommt, dass Narzissten ja auch immer das Opfer spielen. Also sie drehen ja den Spieß um, sie sind immer das hilflose Opfer. Da ist es so, wenn sie Opfer sind, brauchen sie ja auch keinen in irgendeiner Art und Weise Rechenschaft abzugeben. Also wenn mein Ex irgendwo hingeht und sagt, die Svenja hat mich verlassen und ich bin der verlassene Kerl, dann sagt niemand, oh, warum hat sie das denn gemacht? Sondern es heißt dann, oh, das tut mir so leid, dass du jetzt leidest und du bist zu bedauern. Und ja, also einfach nur als Beispiel gesehen. Ja, da fragt keiner, warum und weshalb und hinterfragt mal. Und, sondern er ist das, der bemitleidet werden muss. Das ist auch eine Art von Verantwortlichkeit. Und jetzt möchte ich etwas angehen, was mir leider die letzte Zeit sehr, 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 sehr häufig aufgefallen ist. Und ich weiß, bestimmt ist das wieder etwas, wo ich vielen auf die Füße trete. Das bitte ich auch zu entschuldigen, aber das muss ich heute ansprechen. Da sind wir nämlich bei der Opferrolle. Und die Opferrolle, in der stecken wir auch. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Opferrolle verlassen. Und ich habe bei manchen das Gefühl, dass sie sich in ihrer Opferrolle ganz wohl fühlen. Ja, ich weiß, dass es ganz, ganz viel gibt, was Opfer beklagen, was sie
was ihnen angetan wurde. Und das, wie soll ich das erklären, dass es nicht falsch rüberkommt? Einfach, dass man das auch erzählen möchte. Aber um aus der Opferrolle rauszukommen, muss man auch Dinge annehmen und muss man auch Dinge umsetzen. Und ich rede hier nicht von mir. Ich erwarte nicht, dass jemand sagt, hier, ich höre jetzt der Svenja zu und ich muss das ändern. Aber wenn ihr euch Hilfe sucht, egal bei wem, es ist völlig egal, dann müsst ihr das auch annehmen. Und auch, wenn es hart ist, umsetzen und versuchen umzusetzen. Ich sage nichts, wenn man Sachen probiert und man bekommt es nicht hin. Das ist mir ganz genauso gegangen. Aber es ist auch wichtig, aus dieser Opferrolle rauszugehen und zu sagen, ich habe ein eigenes Leben. Ich bin auch in gewisser Hinsicht von mir verantwortlich für mein Leben. Und da sind wir wieder gleich, dieses Spiegelsystem mit dem Narzissten. Nämlich zum Teil uns vielleicht, und da zähle ich mich dazu, ich habe mich auch eine gewisse Zeit in meiner Opferrolle wahrscheinlich ganz wohl gefühlt. Ich habe nämlich auch immer nur geheult und gar nicht mehr wahrgenommen, dass ich eigentlich auch einen Teil daran habe, um in dieser Opferrolle zu sein. Und das musste ich mir auch ankreiden, denn ich habe mich selber ja auch in der Opferrolle gelassen. Und da ist es wichtig, genau an, wie du sagst, man muss einfach oder sollte an sich arbeiten. Es ist nichts, was erwartet wird in einer gewissen Zeitspanne oder zu einem gewissen Punkt, dass ihr sagen müsst, da müssen wir fertig sein. Nein, im Gegenteil. Es ist für euch ja auch ein gutes Gefühl, wenn ihr wieder etwas tun könnt. Und ihr könnt etwas tun. Umso mehr ihr euch mit euch selber befasst, geht ihr aus dieser Opferrolle raus. Und auch ihr habt eine gewisse Verantwortung für euch und auch für eure Kinder. Ja? Und das war etwas, ich habe mir das auch von meinen Freundinnen anhören müssen. Das hat mir manchmal nicht geschmeckt, bin ich auch ganz ehrlich. Also ich bin auch manchmal mit so einer Fresse rausgegangen, habe gedacht, oh, was erzählen die mir jetzt wieder? Aber ich muss sagen, es war richtig. Ja, meine Freundinnen hatten oftmals recht. Und meine Mutter hat, also ich habe mit meiner Mutter nicht den besten Kontakt oder auch wenig Kontakt, aber meine Mutter hat mal zu mir gesagt, wer in der Opferrolle drin bleibt der, und die Kraft hat, das auszuhalten, der kann das auch aushalten, wenn er sich dagegen wehrt. Und da ist was dran, ja. Also es kostet genauso viel Kraft, mit dem Narzissten zusammenzubleiben, wie wenn ich mich trenne. Beides kostet die gleiche Kraft. Nur mit dem Unterschied, dass das eine wieder endet, auch wenn es lange, lange Zeit dauert, aber sich, da ändert sich an der Situation was und bei dem anderen du immer tiefer in den Sumpf reinkommst. Und das finde ich, ja, das ist einfach wichtig, dass wir da auch wissen, dass wir selber das in der Hand haben, ja, dass wir selber auch unsere Heilung begünstigen können. Wir können die nicht katapultieren, ja. Die Ramona schreibt gerade, wir sind alle so furchtbar stark, denn wir sind gegangen, wir haben den ersten Schritt gemacht. Sei es vom Partner oder vom narzisstischen Elternteil. Absolut richtig. Und alle, ich kann euch nur das ans Herz legen, alle Menschen, die mit einem narzisstischen Partner zusammen waren, die das überlebt haben, die heute hier zuschauen, die sind alle stark. Sonst würdet ihr euch nicht mit diesem Thema beschäftigen. Versteht ihr das? Das meine ich wirklich ernst. Weil wenn man das überlebt, kann nichts Schlimmeres kommen. Es gibt nichts Abwertenderes wie diese Situation. Für die Psyche, sage ich jetzt mal. Ja? Körperlich meine ich das nicht. Ich meine die psychische Sache. Und deswegen seid ihr alle stark und gebt euch die Zeit, die ihr braucht, aber arbeitet an euch selber und versucht, wenn ihr merkt, dass ihr in diesem Kreislauf seid, wo ihr so einen Strudel habt, wo euch so nach unten zieht, dann schreibt euch immer wieder Situationen auf, die schön waren, die euch Mut gemacht haben. Also immer wieder auch was Positives im Leben sehen. Und wenn du nur die Straße runtergelaufen bist und euch hat jemand angelächelt, auch das sind Dinge zum Selbstwahrnehmen. Ja, das gehört alles dazu. Ich kann es euch nur ans Herz legen, weil ich musste es auch peu à peu, Treppenstufe für Treppenstufe neu erlernen. Und heute weiß ich, dass ich noch lange nicht oben angekommen bin, aber ich bin schon ein ganz, ganz großes Stück weiter auf der Treppe gekommen. Und das würde ich einfach gerne mit euch teilen, ja, dass ihr das auch schafft. Und ich weiß, dass ihr es schaffen könnt. Das weiß ich einfach. Wie gesagt, ich sage es immer wieder. Ich habe es gepackt und ich war so viel bis vor kurz unter der Erde zu liegen und auch emotional. Ja, nicht nur körperlich, auch emotional. Und wenn ich das geschafft habe, schafft ihr das auch.
Ja, das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Und ich hoffe, das habe ich euch jetzt nicht zu lang zugebabbelt bei dem Thema, aber es war mir einfach wichtig, das zu sagen mit der Opferrolle, dass ihr auch dafür Sorge tragen solltet, da rauszukommen. Ja, so, dann gehe ich nochmal aufs Thema zurück. Sehr gut. Genau, Petra, diese Liste habe ich auch gemacht. Aufschreiben, was ihr alles tun wolltet. Und wenn ihr das nicht fühlt, dann schreibt euch das auf vor dem Narzissten. Was habt ihr davor vorgehabt in eurem Leben? Ja? Und das hilft auch schon ganz, ganz häufig aus, weil diese Gefühle kommen auch wieder zurück. Ja, ich habe damals nur ein Beispiel. Ich wollte immer die Welt erkunden. Ich wollte immer alles sehen von der Welt. Und als ich dann in der Trennungsphase war, habe ich gedacht, ich brauche nie wieder mir irgendwas anzugucken. Mir wird nie wieder was Spaß machen. Nie wieder wird diese Situation so sein, wie es mit ihm gewesen ist. Ich werde nie wieder was so in mich einsaugen können, weil er nicht dabei ist. Und heute ist es so, dass ich alles, was ich mir anschaue, bewusst sage, das schaue ich mir für mich an. Das sind meine Erinnerungen, die ich irgendwann in meinem Herzen habe. Ja? Das ist einfach in mir drinne. Und das kann mir keiner mehr nehmen. Und das ist nicht, weil jemand an meiner Seite ist, sondern das ist, weil ich es mir wert bin, dass ich diese Dinge erleben darf und dass ich diese Dinge sehen darf. Ja? Und so wäre es super, wenn das irgendwann auch bei euch euer Gefühl ist. So, jetzt gehe ich aber wieder zurück. Genau, die Narzissten verstehen auch nicht diesen Unterschied zwischen einem Erwachsenen oder einem Kind. Ne? Also die können diese Regulierung auch nicht sehen. Ein ganz klares Beispiel, dass Narzissten immer die Kinder überfordern. Ja? Sie erwarten etwas, wie soll ich das erklären, was sie von einem Erwachsenen auch erwarten, erwarten sie auch von ihren Kindern. Ja, das ist etwas, daran merkt ihr auch, dass sie sich eigentlich auf die gleiche Stufe oder gleiche Ebene von einem Kind stellen. Die sagen zum Beispiel auch Dinge, habe ich mich auch sehr, sehr oft gewundert, dass sie Dinge sagen, die man als Erwachsener vielleicht denkt, aber niemals aussprechen würde. Ja, und auch in Gesellschaft, wo ihr oftmals denkt, mein Gott, was hat er jetzt gesagt? Also entweder Fremdschämen oder ihr denkt, mein Gott, das hätte ich mich niemals getraut zu sagen. Ja, weil die sich so grandios fühlen, dass die überhaupt, ja, die können das einfach gar nicht einschätzen, wie ein Kind praktisch das einfach raushaut, ja, und überhaupt nicht einschätzen kann, was das für eventuell auch für eine Folge hat. Ja, er denkt zum Beispiel auch, das habe ich auch erlebt, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass der Narzisst auch immer wieder mit den Kindern, auch mit den eigenen Kindern konkurriert. Das habe ich beim Julian direkt festgestellt, als Julian noch keine paar Tage alt war. Ja? Er hat sich immer in diesem Konkurrenzkampf gesehen mit den Kindern. Oder dann auch, wenn Kinder älter gewesen sind, wo er immer wieder zum Beispiel, wenn die etwas nicht in die Spülmaschine geräumt haben, nach 5 Minuten hast du gesagt, okay, es ist wieder gut. Und beim Narzisst hast du dich halt eher aufgeregt und hast gesagt, warum hast du das jetzt in die Spülmaschine gestellt? Bin ich wieder der Depp, der das machen darf? Das können die nicht nachvollziehen, weil die fühlen sich ungerecht behandelt. Weil sie immer denken, hier ist das Kind und hier bin ich. Wir haben die gleiche Stufe und dem Kind gibt sie etwas nach, was sie mir nicht nachgibt. Und das ist einfach für den Narzissten überhaupt nicht verständlich. Ja, er kann das nicht differenzieren, dass das Kind einfach eine ganz andere Ebene hat, wie er als Erwachsener. Und er fühlt sich dadurch gekränkt, zurückgesetzt, bestraft und am allermeisten ungerecht behandelt. Ja. Sie sehen den Unterschied einfach auch nicht. Hilft da auch keine Erklärung, wenn du sagst, der Junge ist 5 und du bist 40. Ja, das hilft einfach nichts, weil sie es einfach nicht verstehen können. Die haben die Emotion, also abschließend ist einfach zu sagen, dass sie die emotionale Reife eines Kleinkindes haben. Sie können nicht rausfiltern, was von ihnen als Erwachsener verlangt wird oder erwartet wird oder auf welcher Ebene sich Erwachsene auch unterhalten.
Und das merkt ihr auch bei allem, was er tut, bei Gaslighting, bei Manipulationen, bei all dem sind die Bestrafungsweisen wie bei Kindern, ja, wie bei Silent Treatment zum Beispiel, dass er euch, ja, dass du zum Beispiel zu deinem Kind sagst, du gehst jetzt in dein Zimmer und redest 3 Stunden nichts mit dem. Und so führt er das ja weiter fort, nur über Tage, über Wochen und zum Teil halt auch, ja, so mächtig, dass du ihn überhaupt nicht mehr erreichen kannst. Und das ist für uns als Normaldenkende natürlich total verwirrend. Und das erklärt, glaube ich, auch, warum viele, viele, viele Menschen, denen wir das erzählen, uns das nicht abnehmen, das nicht glauben können und auch nicht wahrhaben wollen, dass es so etwas gibt. Nämlich, dass ein erwachsener Mensch geistig auf dem Niveau von einem kleinen Kind ist. Ja, das war heute mein Beitrag zum Thema, warum Narzissten wie kleine Kinder sind. Ich würde jetzt noch ein paar Fragen beantworten, wenn ihr denn noch welche habt. Ansonsten hoffe ich, dass euch das gefallen hat. Er muss immer der Beste sein und kann alles. Ja, sowieso. Das sind sie ja ganz stark drin. Ja, ihr Lieben, ansonsten glaube ich, haben wir nächsten Mittwoch, ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss mal gucken, wann das nächste Live stattfinden wird, das wird definitiv nächste Woche sein, ich glaube am 18. mit der Karin Kornreuter, das ist ja die Dame, die den Verein Seelenwerkstatt hat, da werden wir uns nochmal über die Thematik austauschen, warum es so wichtig ist, dass das Umfeld einfach Bescheid weiß. Da wird sie auch ihre Meinung mal zu sagen und wie es auch in anderen Ländern so vor sich geht, weil ich glaube, sie kommt aus Österreich immer noch. Natürlich, Ina, du darfst auch eine Frage stellen. Natürlich, ihr dürft alle Fragen stellen. Schau, ich habe noch eine Bitte. Hast du Material zum Thema, wie ich Kindern das Thema Narzissmus erkläre? Bisher noch gar nicht. Da kann ich dir auch, Lena, das Buch empfehlen. Kinder mit einem Narzissten. Das, was ich ja schon 100-mal gesagt habe, ist auch auf meiner Homepage drauf. Ich glaube, da müssten auch ein paar Seiten sein, wie du damit umgehst. Aber genau das gleiche Problem habe ich hier auch, weil ich werde es ja irgendwann meinem Sohn auch mal erklären müssen. Jetzt nicht in den nächsten Jahren, aber auch irgendwann. Ja. Moment, er droht mit mir, unseren Sohn wegzunehmen. Er sucht immer nach Fehlern. Wie ernst kann man Drohungen von einem Narzissten nehmen? Also ich würde sie sehr wohl ernst nehmen, die Drohungen, definitiv, aber ich würde mir vorab schon Hilfe suchen. Also es ist immer besser, wenn du dir vorab schon Hilfe suchst beim Jugendamt oder bei der Erziehungsberatung. Das kommt einfach besser, also da ist es einfach leichter für dich im Nachhinein, denke ich. Felicia, vielen, vielen Dank, sehr gerne. Es gibt ein Buch für Kinder. Ah, okay, Katrin, siehst du, das wusste ich noch gar nicht, dass es da ein Buch gibt. Ja, ihr Lieben, ansonsten haben wir es zeitlich heute super, super klasse hinbekommen. Dann gibt es von meiner Seite aus nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, ich werde euch, heute habe ich gelesen, dass man nach diesem Missbrauch Konzentrationsfähigkeit haben soll. Also du meinst wahrscheinlich Konzentrationsunfähigkeit. Also ich war konzentrieren war überhaupt nicht mehr auf meiner Liste. Also ich konnte gar nichts mehr zu dem Zeitpunkt, gar nichts. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich konnte mich nicht auf eine Sache konzentrieren. Meine Gedanken waren so konfus, dass ich mich auf gar nichts mehr konzentrieren konnte. Martina, schön, dass du dabei warst. Danke, dass du dabei warst. Und ich hoffe, dass ganz viel Neues noch kommt und ich euch an allem teilhaben lassen kann und dass euch das ein bisschen was gebracht hat, heute Abend einfach nochmal die Sichtweise zu sehen. Und ich wünsche euch einen wundervollen Abend und verabschiede mich jetzt von euch. Ihr könnt natürlich unten im Chat auf jeden Fall weiterschreiben. Petra, macht's gut. Ich bin auch raus, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Danke.